Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2 Jahren und 7 Tagen regiert diese große Koalition in Berlin. Und wir sind stolz auf unsere Leistungen in diesen 2 Jahren. Berlin ist stärker geworden und Berlin ist vorangekommen. Zu Beginn der Legislatur haben unsere Kritikerinnen und Kritiker noch gesagt, die haben keine Ideen für die Stadt. Dann haben wir angefangen, eine Reihe von Projekten anzukündigen. Im September 2012 haben wir das erste Paket vorgestellt, Herbst der Entscheidungen. Im Dezember 2012 das zweite Paket zu Liegenschaften und Energie. Im Januar gab es von der SPD das Aufstiegspapier. Im Mai Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte, die Grünen schlafen noch um die Uhrzeit eigentlich. Im Mai folgte ein weiteres Paket der Koalition zu Wohnungsbau und Bildung. Das muss Ihnen von der Opposition noch zu denken geben. Nicht Sie haben die Themen gesetzt, sondern wir haben die Themen gesetzt. Sie haben nicht daran geglaubt, dass wir unsere Vorhaben umsetzen. Und heute sieht man, Sie haben sich vollkommen verschätzt. Fakt ist, wir haben eine neue Liegenschaftspolitik angekündigt und wir haben sie umgesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen ein Stadtwerk gründen und es wird umgesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Wohnungen bauen und es entstehen neue Wohnungen in Berlin. Wir haben gesagt, wir wollen Wasser in öffentlicher Hand und das Wasser ist in öffentlicher Hand. Und wir haben gesagt, wir senken die Wasserpreise und die Wasserpreise sind gesunken. Nur mal so zur Erinnerung. Herr Lederer hat sich damals richtig aufgeregt. Er stand hier im Plenum am 27. September 2012 mit hochrotem Kopf. Viele von uns haben sich richtig Sorgen gemacht um Herrn Lederer. Zitat vom Landesvorsitzenden der Linkspartei: Das ist Wählertäuschung und das ist politischer Betrug. Das war schon harter Tobak. Und Sie, Herr Lederer, haben diesen Vorwurf ständig wiederholt. Zuletzt im November hier im Plenum. Jetzt steht schwarz auf weiß in diesem Haushalt, die Wasserpreise sinken. Und jetzt frage ich Sie alle hier im Raum, wer hat denn nun eigentlich die Unwahrheit gesagt? Nicht nur beim Thema Wasser, sondern auch bei der Sicherheit haben wir uns viel vorgenommen. Denn wir stehen an der Seite der Berliner Polizei. Wir haben angekündigt, die innere Sicherheit hat bei uns Priorität. Und jetzt stehen 245 Stellen mehr im Haushalt für Polizei, für Feuerwehr, für das LKA und für den Strafvollzug. Wir haben gesagt, wir sanieren die Berliner Schulen und die Berliner Schulen werden saniert, weiterhin mit 64 Millionen Euro. Wir haben gesagt, wir investieren in Tegel und es steht in diesem Haushalt. Und wir haben gesagt, wir stehen für stabile Finanzen und Fakt ist, wir machen keine neuen Schulden mehr. Die Zwischenbilanz zeigt, was wir als Koalition ankündigen, das setzen wir auch um. Und deshalb gebe ich Ihnen einen Tipp, liebe Damen und Herren von der Opposition, gehen Sie einfach davon aus, dass wir weiter nach diesem Prinzip arbeiten werden. Das erste Mal seit den 70er Jahren kommt der Landeshaushalt von Berlin ohne neue Schulden aus. Das ist ein Erfolg der konsequenten Politik des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Kein anderer Ministerpräsident hat je in so kurzer Zeit aus einem armen Schuldenland ein reicher werdendes Land mit stabilen Finanzen gemacht. Und das in sozialer Verantwortung. Es wurde in diesen Haushaltsberatungen viel von sogenannten Schattenhaushalten gesprochen. Das war unehrlich. Die Finanzlage der öffentlichen Unternehmen ist allen bekannt. Sie ist transparent und sie liegt nicht im Schatten.
Das Schattengenörgel von Linken und Grünen soll nur von einer Sache ablenken. Sie wollen mehr Geld ausgeben, und zwar Geld, das wir langfristig nicht haben. Ich sage ganz klar, nicht nur der gesamte Senat, sondern auch Kollege Graf und ich und unsere Fraktionen insgesamt sagen Ja zur Tilgung. Das ist ein klares Ja zur finanziellen Beweglichkeit dieser Stadt, auch in 10 oder 20 Jahren. Ganz offen gesagt, die Tilgung gehört auch zur Solidarität gegenüber den Bundesländern, die Berlin Jahr für Jahr unterstützen. Wir denken langfristig und wir denken auch an den Länderfinanzausgleich. Seriosität heißt, wir geben nur das Geld aus, was wir auch haben. Wenn wir schon dabei sind, was ist eigentlich die Bilanz der Opposition? Die Opposition hat in 2 Jahren 3-mal versucht, uns anzugreifen. Erstens beim Untersuchungsausschuss BER. Völlig zu Recht. Nur, was ist daraus geworden? Man sagt ja immer, ein Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert gegen die Regierung. Ich stelle fest, das Schwert war noch nie so stumpf wie heute. Zweitens haben Sie im Januar einen Misstrauensantrag gestellt. Und drittens haben Grüne und Linke das Volksbegehren Energie gekapert. Beide Abstimmungen haben wir gewonnen und beide Male ist die Große Koalition danach stärker gewesen als davor. Meine Damen und Herren, wir haben die Weichen gestellt, damit Berlin so erfolgreich bleibt, wie es ist. Dafür ist nicht nur die gute Konjunktur von heute wichtig. Wenn wir auch in Zukunft den wirtschaftlichen Erfolg haben wollen, wenn wir wollen, dass Berlin nicht gespalten wird in arm oder reich, wenn wir wollen, dass alle Berlinerinnen und Berliner Chancen haben auf ein selbstbestimmtes Leben, dann müssen wir den Aufstieg unterstützen, und zwar den Aufstieg durch Bildung. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird Berlin in Zukunft nicht stärker, sondern schwächer werden. Und zur Wahrheit gehört, Berlin wird attraktiver. Berlin ist eine Stadt im steten Wandel und Werden. Eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet. Aber wir haben auch soziale Brennpunkte, wie andere Großstädte auch. Es gibt Straßen in Hellersdorf, da kommen 90% der Kinder aus Familien in Hartz-IV-Bezug. Es gibt Schulen in Wedding, da haben in jeder Klasse mindestens die Hälfte der Kinder Probleme mit der deutschen Sprache. Und ja, 40% der Kinder, die heute eingeschult werden, haben einen Migrationshintergrund. Aber was heißt das heute eigentlich noch? Diese Kinder sind in Berliner Krankenhäusern geboren. Wir brauchen für diese Kinder keine Willkommenskultur, denn es sind schon Berliner Kinder. Wir brauchen auch keine Multikulti-Politik. Multikulti entsteht im Alltag. Das war immer eine theoretische Debatte von Politikern aus den 90er Jahren. Was wir brauchen, und zwar für alle Kinder, von Marzahn bis Spandau, von Reinickendorf bis nach Treptow-Köpenick, ist eine Kultur des sozialen Aufstiegs, der Akzeptanz und des Respekts, meine Damen und Herren. Dafür ist die frühkindliche Bildung wichtig. Der Haushalt für die Unis ist um 7% gewachsen. Aber für die Kitas ist der Haushalt ebenfalls um 7% gewachsen. Das zeigt, für diese Koalition ist die Kita genauso wichtig wie die Uni. Ich finde, wir haben bei der Bildung den richtigen Kompass. Das ist ein Erfolg von Sandra Scheres und vom Senat insgesamt. Dieser Senat und die Koalition stärken die Kitas und wir stärken auch die Schulen. Das Programm für Brennpunktschulen startet am 1. Januar. Auch hier zeigt sich der Stil unserer Politik. Wir haben es angekündigt, wir haben es finanziert und wir setzen es natürlich um.
An dieser Stelle habe ich eine herzliche Bitte an die Grünen aus Friedrichshain-Kreuzberg, Frau Kosche, Herr Behrendt, Herr Dr. Altorg, Frau Bayram und Frau Burkhardt-Eulitz. Ihre Bezirksbürgermeisterin will 4 Schulstationen an Grundschulen streichen. Sie hat gesagt, sie sollen selbst die Schulen finanzieren aus dem Brennpunktschulprogramm. Ich sage Ihnen ganz deutlich, das ist Mitnahmepolitik von der schlimmsten Sorte. Dafür ist das Programm nicht gemacht. Das ist typische Mitnahmepolitik der schlimmsten Sorte, werden wir auch nachher beim anderen Thema erleben. Jetzt werden die Grünen sagen, sie haben für die Schulstationen kein Geld im Haushalt. Dummerweise hatte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am Jahresabschluss 2012 ein Guthaben. Deshalb mache ich Ihnen ein Angebot. Die SPD-Fraktion schickt gerne mal Thorsten Schneider vorbei. Der zeigt Ihnen genau, wie man Ihre Schulstationen finanziert. Meine Bitte an die Grünen hier ist, stoppen Sie diesen Unsinn im grünen Bezirksamt. Meine Bitte ist, stoppen Sie diesen Unsinn im grünen Bezirksamt. Auch die Grünen haben eine Verantwortung in dieser Stadt. Mit dem Brennpunktschulprogramm haben wir einen Paradigmenwechsel eingeleitet, auf den wir stolz sein können. Wir werden diesen neuen Weg fortsetzen. Mit klaren Maßnahmen gegen Schuldistanz, mit einer besseren Vernetzung der Behörden, mit einer Stärkung der Kita als Bildungseinrichtung. Die Bildungsverwaltung hat hierzu den ersten Schritt in einer Kampagne gemacht, denn es ist richtig, Kitas machen klug. Wenn wir mit dem Programm für Brennpunktschulen mehr Hilfen schaffen, dann können wir nicht gleichzeitig an anderer Stelle Schulsozialarbeit wegfallen lassen. Hier hat der Bund geschlampt. Und deshalb wird das Land das jetzt auffangen. Es wird keine Streichung der 19 Stellen für Schulsozialarbeit geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute einen Haushalt der Rekommunalisierung. Die öffentlichen Unternehmen des Landes Berlin haben einen klaren Auftrag. Sie dienen der Stadt. Sie dienen dem Gemeinwohl. Ich sage Ihnen ganz deutlich, wir müssen und wir werden aufpassen, dass sich die öffentlichen Unternehmen nicht abkoppeln wie in den 90er Jahren. Wir dulden keine Parallelgesellschaften in öffentlichen Unternehmen. Eine Frage haben wir gleich am Anfang gestellt. Wie geht Berlin mit seinem Eigentum an öffentlichen Grundstücken um? Das war für die Öffentlichkeit, für das Parlament, auch für die Koalition eines der wichtigsten Themen der letzten Jahre. Wir haben diese Frage gemeinsam zum Besseren für Berlin beantwortet, meine Damen und Herren. In Zukunft gilt, die Grundstücke des Landes Berlin dienen nicht der Haushaltskonsolidierung, sondern sie dienen städtischen Interessen. Für den Wohnungsbau, für Wirtschaftsansiedlungen, als Flächen für Schulen und Kitas in der wachsenden Stadt, für die Kultur, für die soziale Infrastruktur. In diesem Haushalt zeigt sich, dass wir es ernst meinen mit der neuen Liegenschaftspolitik. Der Ansatz für Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken wurde halbiert. Es zeigt sich aber auch ganz konkret an anderen Beispielen. Wir schaffen mit dem Gründerzentrum Fabeckstraße an der Freien Universität einen Raum für junge Start-ups. Denn wir wollen, dass aus guten Ideen an den Unis auch Unternehmen in der Stadt werden. Dazu wird der Senat für das Gründerzentrum Fabeckstraße ein Grundstück zur Verfügung stellen. Das ist gelebte neue Liegenschaftspolitik für städtische Interessen. Die SPD-Fraktion hat für diese neue Liegenschaftspolitik gekämpft. Zeitweise mussten wir sogar ein Moratorium für Verkäufe machen. Jetzt ist klar, der Kampf hat sich gelohnt. Wir haben heute mehr Transparenz, mehr parlamentarische Kontrolle und mehr Gemeinwohl bei der Liegenschaftspolitik. Beide Fraktionen haben gezeigt, dass selbstbewusste Abgeordnete gut sind für Berlin.
Wir haben einen weiteren Erfolg bei der Daseinsvorsorge erreicht. Am 7. November haben wir die volle Rekommunalisierung bei den Berliner Wasserbetrieben beschlossen. Ja, es war ein Fehler, 1999 Teile des Wassers zu verkaufen. Wir haben aus diesen Fehlern gelernt. Die Volksabstimmung des Berliner Wassertischs hat gesagt, wir wollen unser Wasser zurück. Und die Große Koalition hat das umgesetzt, was eine breite Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner wollte. In diesem Zusammenhang ist mir wichtig, die Rekommunalisierung heißt auch, dass wir als Land Verantwortung haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade weil das Wasser uns wieder gehört, muss es im Unternehmen deutlich werden. Aktuell ist noch der Abbau von 400 Stellen geplant. Ich sage, die Geschäftsführung sollte diese Pläne überdenken. In der Sache hatte die Opposition keine Alternative zum Wasserrückkauf. Aber Grüne und Linkspartei haben gefordert, dass der Rückkauf aus dem Landeshaushalt finanziert wird. Nur, was hätte das für die Berlinerinnen und Berliner bedeutet? Grüne und Linke wollten 400 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt nehmen, um den Rückkauf zu finanzieren. 400 Millionen Euro. Diese Zahl haben Sie nicht in Ihrer Pressemitteilung geschrieben. Sie haben sie auch nicht hier im Plenum gesagt. Und ich glaube, Sie wissen ganz genau, warum. Entweder würden wir weniger Schulden des Landes machen, bei einem Schuldenstand von 62 Milliarden Euro, bei Zinsen von 2 Milliarden Euro pro Jahr, bei einem Zinsrisiko von 1 Milliarde mindestens, dann sagen Sie es doch ganz offen, Sie wollen weiter in den Schulden bleiben. Dann sagen Sie den Berlinerinnen und Berlinern ganz klar, dass die 62 Milliarden Euro Sie nicht interessieren. Oder aber Sie kürzen in diesem Doppelhaushalt 400 Millionen Euro. Ich frage Sie, wie viele Kita-Plätze würde es weniger geben mit den Grünen? Auf wie viele neue Wohnungen wollen die Linken verzichten? Wie viele Schulsanierungen wollen Sie nicht machen? Viel Spaß mit diesem Konzept, liebe Linke und Grüne. Sie wissen, wie man sich beliebt macht in der Stadt. Ich finde, Sie hätten es sich leichter machen können. Eine verantwortliche Opposition erkennt an, wenn eine Regierung etwas richtig macht. Wir alle hier im Saal kennen die Spielregeln der Politik. Herr Kollege Saleh, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zillig? Nein. Wir alle hier im Saal kennen die Spielregeln der Politik. Und jeder weiß doch, eine rot-rot-grüne Koalition hätte bei Wasser genau das Gleiche gemacht wie jetzt SPD und CDU. Weil es politisch richtig ist und weil es wirtschaftlich vernünftig ist. Sie hatten die Chance, stark zu sein und Verantwortung zu zeigen. Dafür hätten Sie nur zustimmen müssen. Diese Chance haben Sie vertan. Die SPD-Fraktion hat in diesem Haushalt mehr Geld für die Gründung des Stadtwerks gefordert. Es werden jetzt 5,5 Millionen Euro sein. Wir haben noch vor der Volksabstimmung ein Gesetz für ein Stadtwerk beschlossen. Und ich sage selbstbewusst, wir haben das bessere Gesetz beschlossen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das auch so gesehen. Und deshalb ist das Volksbegehren bei allem Respekt vor dem Energietisch nicht erfolgreich gewesen. Der regierende Bürgermeister hat ja darauf hingewiesen. Grüne und Linke standen in der ersten Reihe und haben gesagt, wir haben alles richtig gemacht und der Termin war falsch, das Quorum war schuld. Was für ein absurdes Argument. Ich meine, wenn Hertha oder Union ein Spiel verlieren, dann sagt man ja auch nicht, das Tor war zu klein. Diese Große Koalition ist bei Wasser, Strom und Liegenschaften weitergekommen, als viele uns zugetraut haben. Und offen gesagt, beim Thema Rekommunalisierung waren SPD und CDU zum Teil weit voneinander entfernt. Ich gebe zu,
Ich hätte mir manches schneller gewünscht. Aber letztlich zeigt sich, gerade wenn es schwierig wird, dann findet diese Koalition gute Lösungen für Berlin. Und es zeigt sich, auch bei der Daseinsvorsorge setzen wir konsequent das um, was wir angekündigt haben. Man sieht es ja heute ganz deutlich, dass vor allem beim Themenfeld Daseinsvorsorge die Linkspartei sehr nervös ist. Sie haben erkennbar schlechte Laune, das sieht man. Und ich kann sogar verstehen, jahrelang haben Sie auf Ihren Parteitagen Rekommunalisierung beschlossen, aber getan, umgesetzt wird sie von uns, vor allem von der SPD. Das macht schon bitter, wenn das Kernthema jahrelang beschlossen wird, aber es keine Umsetzung bei Ihnen gab. Meine Damen und Herren, diese große Koalition kommt voran beim Thema Wohnen. Wir nehmen die Herausforderungen der wachsenden Stadt an. Das heißt auch, wir wollen guten Mieterschutz. Wir haben deshalb den Kündigungsschutz beim Eigenbedarf von Privatwohnungen auf 10 Jahre verlängert. Damit klar ist, wir wollen nicht, dass Mieterinnen und Mieter aus attraktiven Wohnlagen verdrängt werden. Wir haben ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum geschaffen. Mit unserem neuen Gesetz schaffen wir ein Instrument gegen spekulativen Leerstand. Wir appellieren an die soziale Verantwortung von Wohnungseigentümern. Aber wir schaffen auch klare Regeln. Denn der Wohnungsmarkt ist kein Markt wie jeder andere. Der Wohnungsmarkt braucht Regeln und er braucht vor allem einen starken Staat. Neben dem Mieterschutz brauchen wir mehr Wohnraum in der Stadt. Wir wollen, dass jetzt gebaut wird, solange die wirtschaftliche Situation gut ist. Deshalb stehen in diesem Haushalt Mittel für schnelle Baugenehmigungen. Wir haben das angekündigt und wir setzen es um. Es wird mehr Stellen in den Bauämtern geben und wir führen die Sprinterprämie ein. Damit erhalten die Bezirke einen Bonus, wenn sie Bauanträge richtig und zeitnah bearbeiten. Auch das ist ein wichtiges Signal in dieser großen Koalition. Andere wollen Investoren vertreiben, wir wollen, dass sie schneller bauen. Das Land wird seinen Beitrag zu mehr Wohnraum in der Stadt schaffen. In diesem Haushalt steht der Wohnungsbaufonds mit 320 Millionen Euro. Dieses Geld ist gerade für den kommunalen Wohnungsbau besonders wichtig. Genauso wichtig ist, was die kommunalen Wohnungsunternehmen selbst schaffen. Sie werden für den Neubau 775 Millionen Euro mobilisieren. Damit leistet das Land Berlin seinen Beitrag zu mehr Wohnungsbau in Berlin. Aber wir machen es verantwortlich und kehren nicht in die alte Anschlussförderung zurück. Und ich sage allen, auch den Lobbyisten, die zurzeit viel und gut unterwegs sind in der Stadt, wir werden Wohnungsbau fördern, aber nicht die Profite von Privaten. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Abgeordnetenhauses und der Verwaltung für ihre Arbeit in den Haushaltsberatungen danken. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Dieser Doppelhaushalt bringt Berlin voran. Wir stärken Berlins Wirtschaft, aber wir stärken gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Wir sichern die Daseinsvorsorge. Wir investieren in den Wohnungsbau für die wachsende Stadt. Wir machen keine neuen Schulden und gehen verantwortlich mit den finanziellen Reserven um. Berlin ist auf einem guten Weg. Und diesen Weg setzen wir gemeinsam fort. Denn wir kündigen nicht nur an, sondern wir setzen um.